Gut, und jetzt darf Tanja vorkommen und sie zeigt dich, weil am besten ist es bei diesen Sachen, am besten sind Übungen, die ihr täglich macht. Wenn ihr das macht, gerade in diesem Bereich zum Nacken und Schultern lösen, kommen wir fast nicht drum herum. Täglich, aber sie sind so wirksam, es braucht wenige Minuten und es ist extrem wirksam. Gut, also das Kopf, das sie jetzt Übungen zeigt, kannst du auf die Seite gehen. Das ist das Kopf der Gallenblase, das eigentlich den Bereich von der Seite nimmt und hier beim ganzen Körper runtergeht bis hier zum zweiten Zehen. Also es beinhaltet so die ganze Seite. Die Verspannung hier an der Seite kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wenn sich vielleicht auch mal instinktiv so reingreift in den Muskel und versucht, den zu lösen. Und das lohnt sich wirklich, wenn die Verspannung hier ist. Und aus der TCM sind wir ja da bestätigt, dass es quasi von zwei Richtungen funktionieren kann, dass da ein Problem auftritt, ist diese klassische Übung, wo man den Kopf sanft zur Seite nimmt. Und ich betone sanft, es wird nicht am Kopf gezogen, sondern eigentlich legt man nur ganz sanft die Hand auf und das Gewicht von der Hand reicht schon aus, um dem Kopf ein bisschen die Richtung zu zeigen. Und ganz wichtig ist auch, dass der Arm hängen darf bei der Übung. Und dann kann man einfach mal einen Moment da bleiben, ohne dass es zu viel Druck macht auf der kürzer werdenden Seite. Und ein paar Atemzüge vergehen lassen. Und wenn man merkt, man kann weitergehen, ist das schön. Man kann auch versuchen, mit der Hand noch ein bisschen mehr in Richtung Boden zu kommen. Wenn man merkt, vom Kopf her schaffe ich nicht mehr, dann kann ich noch versuchen, über den Arm und über die Hand die ganze Seite zu verlängern. Und bei allen Dehnungen ist es einfach wichtig, dass die Atmung konstant und ruhig bleibt, dass man nicht anfängt, sich bei der Dehnung zu verkrampfen. Und wenn man ein bisschen Mühe hat, den Kopf wieder in die Mitte zu nehmen, dann darf man einfach mit der Hand unterstützen. Es kann sein, wenn man eine Weile in dieser ungewohnten Position war, dass man nicht mehr gut zurück zur Mitte kommt. Und selbstverständlich muss man das Ganze dann noch auch mit der anderen Seite machen, auch wenn das vielleicht nicht die Kopfschmerzseite ist. Sonst wird das Ganze asymmetrisch. Und dann kann man wieder nachhelfen, zurück zur Mitte zu kommen. Und kurz lockern und entspannen. Am besten finde ich immer, wenn man nach dem Dehnen eigentlich die Bewegung macht, wo man instinktiv das Gefühl hat, mit der kann man jetzt die Dehnung wieder am besten auflösen. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Brauchst du nicht so? Ja, genau. Der andere Kopfschmerz ist aber der Blasenkopfschmerz. Der Meridian geht da hinten durch. Das ist da die Kopfschmerzen, die im Hinterkopf sind. Geht da bei den Rückenstrecken runter, über das Gesäß und dann können die ganzen Beine ab. Das ist vor allem da für den Hinterkopf. Genau. Und eine sehr schöne Übung ist, ich zeige es jetzt noch mit den Beinen, aber von der Bestuhlung her können das nur die erste Reihe mitmachen. Und zwar nimmt man auch seinen Hinterkopf dann so in die Hände. Es wird auch wieder nicht gezogen, sondern die Hände begleiten nur den Kopf. Man rollt sich sanft ein und die Ellbogen kommen immer weiter in Richtung Hüftgelenke. Man wird immer runder und runder und runter und auch der untere Rücken, so wie er eben kann, gibt nach. Und wenn man in der Position ist und findet, okay, das zieht zwar schon ein bisschen, aber ich kann noch mehr, dann darf man probieren, ein Bein noch zu strecken. Und langsam wieder ablassen. Und dann kann man das einfach immer wechselseitig machen, sodass man auch die Rückseite vom Bein und den unteren Rücken mit dabei hat, so wie der Meridian eben auch verläuft.